Ein Unternehmen anzumelden, das ist leicht. Du gehst zum Gewerbeamt und oder zum Finanzamt und du bist selbstständig und hast einen Gewerbebetrieb oder eine freiberufliche Einzelunternehmung. Nur ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, ein Unternehmen zum Ziel zu führen, da braucht es ein bisschen mehr und da zeige ich dir heute, wie das geht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, ihr Unternehmen zu gründen, zu führen, zu wachsen oder schließlich auch zu verkaufen. Und die Entwicklungen der Unternehmen, selbst wenn sie der gleichen Branche sind, sind ganz unterschiedlich. Klar sind da unterschiedliche Persönlichkeiten am Werke, aber was der Hauptunterschied ist, wie die Menschen mit diesem wichtigsten Erfolgsfaktor umgehen. Und diesen Erfolgsfaktor, den werde ich dir heute zeigen. Gestern hatte ich eine Unternehmerin hier, die diesen Erfolgsfaktor überhaupt gar nicht berücksichtigt hat. Die Konsequenz ist, dass die Umsätze viel zu gering war. Die Konsequenz war, dass der Gewinn so gut wie gar nicht vorhanden war. Die Konsequenz war, dass sie kurz davor war, alles hinzuschmeißen und aufzugeben. Und das ist der Nachteil oder das ist das Resultat, wenn du diesen Erfolgsfaktor nicht beachtest. Worum geht es bei diesem Faktor? Nur ein ganz einfaches Beispiel. Du bist draußen im Gelände unterwegs und möchtest von Punkt A nach Punkt B kommen. Und dann hast du eine Distanz von 10, 20, 50 oder 100 Kilometern zu laufen. Und das Interessante ist, wenn du nur einen einzigen Grad abweichst von dem idealen Kurs, dann kommst du ganz woanders an. Und wenn jetzt hier jetzt beispielsweise eine Schlucht ist oder ein Gewässer ist, nun, dann wirst du sogar dein Leben gefährden, wenn du den sicheren Weg verläufst. Das bedeutet also, wenn du dich selbstständig machst, hast du in der Regel am Anfang kein oder wenig Umsatz und kein oder wenig Gewinn. Und du setzt dir dann ein Ziel, wo du hinkommen willst, ein Umsatzziel, ein Wachstumsziel, ein Leadziel, ein Kundenziel und damit auch aus dem Umsatzziel abgeleitet ein Gewinnziel. Und da machst du dich auf einem Weg. Und die Herausforderung ist, dass du in der Landschaft sicherlich auf Landkarten, auf Google Maps zurückgreifen kannst oder du hast einen Scout, der dir sagen kann, weil er den Weg schon mal gelaufen ist, wie du ihn am besten gehst. Wenn du dich aber selbstständig machst, wenn du deinen eigenen Finanzplan aufbaust mit deinen Produkten, deinen Dienstleistungen, dann ist in der Regel der Weg vollständig neu für dich. Du hast keinerlei Referenzerfahrung, du hast wenig Leute, die fragen kannst. Und ob deine Mitbewerber, die da dir den Weg schon vorher vorausgegangen sind, ob die dir mitteilen, was da dich erwartet und das Wissen freiwillig teilen, das ist fraglich. Du hast also zwei Herausforderungen, die auf dich zukommen, wenn du dich selbstständig machst. Das erste ist, dass dein geplanter Kurs auch gehalten wird, dass du möglichst Abweichungen vermeidest oder frühzeitig erkennst und wieder zurückkommst. Die zweite Herausforderung, die aber auf dich zukommt, ist, dass du deinen Kurs überhaupt erstmal findest. Denn diesen Weg, den ich hier aufgezeichnet habe, den zeige ich mal hier von der Seite. Und da wirst du feststellen, dass du erstmal über einen Hügel hinüber musst. Und dann musst du einen Berg komplett wieder hoch, dann über den Pass und wieder runter. Und wenn du dann hier hingekommen bist, stellst du fest, dass du auch nicht geradeaus, sondern du musst erstmal kompliziert einen See überlaufen und umlaufen, damit du dann zu deinem Ziel kommst. Die Frage ist nur, wie kannst du diese doppelte Herausforderung meistern? Einerseits eine Abweichung zu vermeiden, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass dein Kurs noch gar nicht richtig sicher und gefunden ist, dass du noch gar nicht weißt, welche Risiken kommen auf dich zu. Nun, das Beste, was du hier machen kannst, ist deine Fortschritte und deinen Weg zu messen. Und das Messen, das geschieht mit Zahlen. Und da werde ich dir heute einige wichtige Kennzahlen mitgeben. Die meisten Unternehmer und Gründer, die tracken den Umsatz, also das Geld, was in die Kasse oder aufs Konto geht und vielleicht den Gewinn, den übrig bleibt, wenn sie überhaupt das mit den Kosten gegenrechnen. Aber das ist viel zu spät. Denn wenn du beispielsweise erfolgreich eine Apfelbaumplantage aufbauen willst, dann reicht es nicht aus, einfach nur die Anzahl der geernteten Äpfel zu zählen, weil du 1, 2, 3, 4, 5 Jahre warten musst. Viel besser ist es, vorne schon anfangen zu zählen. Wie viele neue Bäume wurden angepflanzt? Wie viel Acker wurde Urbau gemacht? Wie viele Bäume wurden beschnitten? Wie viele tragen die ersten Blüten? Und wo fangen an, Früchte schon zu entstehen? Deshalb lade ich dich ein, viel weiter vorne schon die ersten Zahlen zu identifizieren, die dir helfen, deinen Erfolg und deinen Weg zu analysieren. Zum Beispiel Traffic. Und zwar nicht nur Traffic, der an deinem Schaufenster vorbeigeht, wie viele Leute gehen vorbei und wie viele Leute kommen rein, sondern auch der Traffic beispielsweise auf deiner Webseite. Und dazu ist erforderlich, dass du A, diese Kennzahlen aufschreibst, aber B, vorher schon Google Analytics oder andere Software installierst, um diese Zahlen Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat zu identifizieren, Maßnahmen einzuleiten, die dann den Traffic vergrößern.
Das nächste, was du dann brauchst, egal ob du ein Ladengeschäft hast, wo die Leute vorbeigehen oder ob du eine Webseite hast, wo Besucher raufgehen, ist die Frage, wie gut sind deine Call to Acts? Das heißt, wie weit werden Menschen gewonnen, etwas zu tun? Entweder in dein Geschäft reinzukommen oder auf einem Kontaktfeld, einem Umfragefeld sich einzutragen. Das, was daraus resultiert, sind dann sogenannte Leads, Interessenten, potenzielle Kunden. Und aus diesen Leads wiederum werden Kunden gewonnen und dann nennen wir das Lead to Order. Das heißt, wie viele Kunden gewinnst du aus einer Anzahl X von Leads? Auch das ist wiederum eine Kennzahl, die du dann notieren darfst, die du messen darfst, wo du überlegen kannst, wie kann ich das besser machen? Und dein Ziel sollte dann sein, dass du von Monat zu Monat immer bessere Quoten hast. Wenn du nicht nur per Schaufenster und Plakate und Flyer deine Werbung machst, sondern auch digital online, dann kann es auch hilfreich sein, zu analysieren, zu tracken, zu welchen Keywords du unter den Top 10 gerankt bist. Das heißt, Google Seite 1, wenn du dein Produkt, dein Keyword, was deine Kunden eingeben, eingibst, bist du dann auch auf der ersten Google-Seite, wirst du dort aufgeworfen und wenn nicht, auf welcher Seite bist du und was kannst du tun, um weiter nach oben zu kommen? Und denke daran, dass dein Gewinn nicht nur von dem Umsatz, von der Erhöhung des Umsatzes abhängt, sondern auch von der Reduktion der Kosten. Dann bist du auch eingeladen, die Customer Acquisition Cost, CAC, herauszufinden. Also wie viel kostet dich tatsächlich ein Order? Wenn du vorne hier mehr Traffic auf deine Webseite oder dein Ladengeschäft bringst, durch Werbemaßnahmen, durch Anzeigen, wenn du dann über Call to X Leads generierst und über deinen Sales Funnel dann einen Auftrag bekommst, einen Abschluss, einen Verkauf tätigst, wie viel kostet dich das pro Kunde? Und die nächste Frage ist dann, auch wenn du Anzeigen schaltest und dort jemand raufklickt, dass er wiederum ein Lead wird oder ein Kunde wird, dann kannst du auch CPC tracken, also Cost per Klick. Das ist eine kleine Auswahl von wesentlichen KPIs oder Kennzahlen, sagen wir auch im Deutschen, die dir aufzeigen, ob du auf dem richtigen Kurs bist, ob du vielleicht abgewichen bist oder ob du vor einem unüberwindbaren Hindernis stehst. Unüberwindbar kann ein Hindernis dann werden, wenn du feststellst, dass deine Mitbewerber so viel Geld in Content Marketing beispielsweise produzieren und stecken, dass du gar keine Chance hast, zu diesem Keyword, zum Beispiel Friseur, Deutschland oder Berlin, auf Seite 1 zu kommen, weil es einfach zu viel Mitbewerber gibt. Es kann aber auch sein, dass so viele Menschen Google Paid Anzeigen, also Marketingkampagnen starten mit bezahlter Werbung, dass diese Cost-per-Klick-Preise so hoch sind, dass du 10, 20, 30, 40, 50 Euro bezahlen musst, wenn ein Interessent auf deine Anzeige klickt. Wenn du das festgestellt hast, dass du vielleicht vor einer Sackgasse stehst, nun, dann kannst du aber auch wieder Entscheidungen treffen und deine Strategie ändern. Ohne diese Kennzahl hättest du gar nicht herausgefunden, dass du gar nicht auf diesem Weg weiterkommst. Wie gehst du jetzt am besten vor? Nun, in der Regel ist es hilfreich, dass du dir zunächst mal eine wichtige Kennzahl raussuchst. Zum Beispiel die Traffic-Seite. Wie viele User, wie viele Besucher hast du überhaupt deine Webseite? Denn die meisten Gründer haben eine tolle Webseite, aber Traffic ist keiner da. Und wenn du dann genügend Traffic hast und der steigt, dann ist die nächste Frage, die nächste Kennzahl, wie kannst du das umwandeln in Leads, also Call to Act, nicht nur ein Kontaktfeld aufzubauen und eine hübsche Seite, sondern vielleicht eine Landingpage, die dann auch anfängt zu konvertieren. Damit du also nicht von Anfang an wahnsinnig wirst und alles gleichzeitig betrachtest, ist es eher so, dass du Stück für Stück eine Kennzahl nach dem anderen mit aufnimmst, die misst, verstehst, was Abweichungen sind, dass du Ziele setzt, die erreichst, Ziele höher setzt, die erreichst, Ziele höher setzt, die erreichst und dass du ein Gefühl dafür bekommst, was du tun kannst, um die Zahlen zu verbessern. Dann bist du viel näher an der Arbeit dran, die ein Unternehmer hat, so wie ein Kapitän auf dem Schiff sein Schiff Richtung Zielhafen zu führen. Wenn du diese Zahlen nicht misst, weißt du nie, wo du bist. Du weißt nicht, dass du feststeckst und vor allem weißt du nicht, was du ändern musst. Du kannst nicht steuern. Und wenn du etwas nicht steuern kannst, dann fehlt dir auch die Sicherheit, die Kontrolle. Und dann wird das ein sehr großes Abenteuer und dann tatsächlich auch ein Glücksspiel, ob du erfolgreich wirst. Wenn du hierbei Unterstützung brauchst, durch unsere Coaches und Berater, dir so ein Marketingkonzept aufzubauen, zu erstellen, das angelehnt ist auf deine Finanzplanung, wo du ja genau weißt, wie viel Geld du brauchst, um davon leben zu können, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir helfen Hunderten von Menschen pro Jahr dabei, genau solche Strategien und Konzepte zu erstellen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise in die Zukunft zu deinem Erfolg. Und zwar mit Kontrolle und Sicherheit und dann auch Freude und Frieden, der kommt, wenn du auf diesem Weg gekommen bist.
Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.